Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus mit. Ach ja. Nick. Naja. Wir müssen noch ein bisschen mit Nick rumlaufen, bevor wir unsere ganze Stärke wieder erlangen. Denn unsere Stärke kommt daher, dass wir ohne Nick rumlaufen. Ah, so sieht es also aus, wenn man 2 Jahrhunderte lang nicht Staub wischt. War das jetzt ein Scherz oder so? Okay. Nehmen wir es mal so hin. Blutpakete. Blutpakete sind immer gut. Champ versteckt. Oh. Wir waren ja hier stehen geblieben, als uns die 2 legendären Fliegen angegriffen haben. Die haben wir jetzt platt gemacht. Ich sammle den ganzen Kram hier ein. Und, empfinde ich das jetzt gerade nur aus der, oder ist der Sound so weit oben? Keine Ahnung. Irgendwie Musik gerade so laut in meinen Ohren. Nee, egal. Vielleicht ist der Paradies für Blutkäfer. Mir wurde gesagt, dass meine Detektei-Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Für Schilder? Und duck dich gefälligst, danke. Auch cool. Blutpakete, noch mehr Blutpakete. Ups, und Pilze. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, den Rest brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Gut, gehen wir erstmal voran. Genau, wir waren ja gerade bei der Quest dabei, Kellogg zu finden. Und dann sind wir hierauf gestoßen. Jetzt haben wir natürlich alles geplündert. Aber da oben ist irgendwo noch ein Drecksviech. Und dieses Drecksviech werde ich platt machen. Egal, was es ist. Drecksviech? Ich höre dich. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich höre dich. Ich glaube, ich sehe dich jetzt auch. Es sieht so aus, als würde es da gerade rumfliegen. Scheiß Bugs. Also es geht offensichtlich noch höher. Du wie? Ja, Hundi, ich komme gleich. Beruhig dich erstmal. Wie komme ich höher? Oh Gott! Wie bist du runtergekommen? Wie bist du rausgekommen? Moment. Ja. Das hat auf jeden Fall Sinn ergeben. Oh. Na, wenn hier so fein ist. Ein Stimpack nehme ich sehr gerne, währenddessen die anderen Flaschen runterfallen. Wieso können wir eigentlich deren Rüstung nicht klauen? Ich denke mal, deren Rüstung ist um einiges effizienter als meine, die ich selbst zusammengeschustert habe. Abstergo-Putzmittel. Yeah. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Nur um zu gucken, was hier oben ist. Yeah, eine Leiche. Ich denke mal, wir haben jetzt genug Fleisch gesammelt. Für die erste Zeit. Du musst es ja nicht gleich übertreiben. Gut, Hundi, ich komme. Wo bist du? Und wie ihr seht, ich habe das hat wieder blau eingestellt. Einfach, weil es mir mehr gefällt. Ich finde es ein bisschen angenehmer als dieses Grün. Dieses Grün, das ist so grell. Ich habe jetzt auch, ja, den Vault Boy so grau eingestellt. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht so ganz. Allerdings, wenn ich mich ducke, kann man hier ein bisschen besser alles erkennen. Ist halt crazy. So, zeig mal ein bisschen. Weiß nicht, das ist mir zu blass. Sorry, das ist mir einfach zu blass. Ich kann so nicht leben. Stellen wir noch ganz kurz um, dass es wenigstens ein bisschen besser erkennbar ist. Vielleicht auf gelb. Nein. Ja. Ich finde so, die Farbe ist gar nicht mal so schlecht. Ich möchte nur ein bisschen heller haben. Kannst du aber nicht heller stellen. Das ist echt scheiße. Oder wir stellen es ganz auf weiß. Moment, das ist schwarz, ne? Ja, schwarz ist natürlich denkbar ungünstig. Wobei, bei schwarz ist das Coole. Zeig's euch mal. Der Hunter hat eine Supernase. Ja. Er findet Keller. Bei schwarz. Achso. Doch schon. Ich habe nicht gedacht, bei schwarz sieht man das besser. Und beim letzten Versuch hat man es bei schwarz besser gesehen. Vielleicht, wenn ich mich kurz ducke. Naja, okay. Okay, dann nicht. So, Anzeige. Machen wir es mal weiß. Aber ich denke mal, dann erkennen wir es gar nicht mehr.
Naja. Ist doch ganz ordentlich. Wenn wir jetzt nicht im Stehen sind. Ja. Lassen wir es weiß. Weiß ist in Ordnung. Da können wir alles erkennen. Wenn wir noch kurz einen Moment stehen, dann wird es nämlich wieder dunkler. Ah, dann können wir es stehen lassen. Na gut, Hundi. Zeig mal. So, wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir im Überlebensmodus spielen. Deswegen würde ich sagen, passen wir mal ein bisschen auf. Jagen die Dinger hoch. Haben wir das schon mal? Ja. Natürlich kann man denn die Karte aber nicht mehr so gut erkennen. Ah, es ist natürlich ein Manko. Ups, da ist noch ein Geschütz. Tatsächlich, da waren wir schon. So, die Geschütze sind halt wieder da. Ach, der will doch noch rein. Ne, vor Tagen. Das ist ja was ganz anderes. Da waren wir drinne. Da sollen wir rein, mein Freund. Ja. Schauen wir mal, wie wir reinkommen, ne? Muss es ja eine Art Hintereingang geben, oder? Ja, ist ja gut, Hundi. Vielleicht soll ich mit ihm reden erstmal. Damit er aufhört zu bellen. Sind wir hier richtig? Ist er da drin, mein Junge? Ich wusste, dass Dogmeat unseren Mann finden würde. Jetzt sollten wir übernehmen. Gönnen wir unserem vierbeinigen Freund eine Pause. Los, Junge. Wir müssen gehen. So, Nick. Es tut mir leid. Du gehst mir sowas von auf den Sack. Ah, guckt euch an, wie viel ihr jetzt tragen könnt. 350. Ha. Hm? Nein, 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 bitte. Valentine, halte sie auf. Bitte. Nimm das. Ich entdeck dir. Wohl nichts gewesen. Sein Freund geht drauf. Ach, das war nichts. Ich glaube, wir sind nicht allein. Warum redet er von dir? Er ist allein. Oh Gott! Der ist legendär, Freunde. Der ist legendär! Du aber nicht. Dreck. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Alter, jetzt da, zeig dich doch mal richtig. Dann wäre es von dir jetzt drauf. So, da ist der Legendäre, ja. Nehmen wir mal den Beinrammler zur Hand. Auch wenn wir jetzt das Lasergewehr haben, aber ich hab's noch nicht... ...ansatzweise fertig gebracht. Ich glaube langsam auch. Okay, ziehen wir uns... Oh. Das sieht so cool aus in Weiß. Das finde ich gut. Ein bisschen Dandyboy, Eichhörnchenbissen, vielleicht mit Bohnen. Jetzt müssen wir eigentlich alles noch braten, ne? Und wir ziehen uns so langsam mal wieder in Redway rein, glaube ich. Er ist schon verkrüppelt. Kann ich ihm nicht irgendwie sein Bein absäbeln? Ah, das sieht doch gut aus. Da hat er sein Bein verloren. So, reduziert den Schaden beim Blocken oder Sprinten und was? Ja, komm, ey. Da hast du nichts Besseres drauf oder was? Hast zu Recht dein Bein verloren. Wenn wir schon mal hier sind, gucken wir mal hier rein.
Oh, wir können jetzt wieder so viel tragen. Rüstungswerkbank, nee, die brauche ich nicht. Was willst du mir zeigen? Die Registrierkasse? Dankeschön. Ein bisschen Muni. Und deswegen mag ich den Hund. Er zeigt mir gerne Sachen. Oh. Eine Waffenbank haben die hier aber nicht, oder was? Ist das ärgerlich. Die müssen hier noch eine Waffenbank haben. Und da oben ist sowohl Feind übrigens. Ja, easy. Gut, dann schauen wir mal. Hätte Nick wirklich gerne hier reingetan, aber ich weiß es. Von meiner Skillung her bringt das nichts, wenn ich jemand anderen mitnehme. Das ist das Ding. Und alle anderen nerven mich auch, weil die ganze Zeit quatschen. Und ich mag es nicht, wenn jemand in mein Let's Play mit reinquatscht. Jedenfalls, wenn ich alleine spiele. Merkt man auch jedes Mal, wenn ich bei mir zu Hause bin, in meinem Dörfchen. Dann regen mich die Leute auf. Alle, die da sind, regen mich auf, wenn die ganze Zeit nur am Quatschen sind. Bla bla hier, bla bla da. Und so habe ich Ruhe. Müssen wir nur herausfinden, wie wir reinkommen. Dann ist theoretisch alles gut. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Also wir können hier schon hochgehen. Das heißt, es wird irgendwas hier oben sein. Wo wird man doch hier hoch reinkommen können, oder? Was sagt denn meine Quest? Finde einen Weg hinein nach Fort Hagen. Bin ich dabei? Eine Leiter, die wir nicht benutzen können? Bitte nicht wehtun. Cool. Ich bin drin. Was ist los? Ein Siedler. Schade, hätte ich bestimmt gebrauchen können, aber du bist tot. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Laborstation, nicht Transfer. Was können wir denn so Schönes herstellen? An Drogen zuerst mal. Schaden, Stärke, Ausdauer und Gesundheit. Können wir theoretisch machen. Weil ich meinen Buffort benutze ich sowieso nicht mehr. Oder nie. Und dann kann ich das ruhig mal mit Psycho in Verbindung setzen. Psycho-Jet. Schadensresistenz. Natürlich auch nicht schlecht, ne? Direkt mal beides auf einmal. Psycho? Psycho macht Schaden, ne? Psycho macht Schaden und Schadensresistenz? Wusste ich gar nicht. Was haben wir denn noch? Jet, Zeitlupe, Buffout, Buffjet. Ah, wenn, dann würde ich sagen, Psycho-Buff, ne? Brauchen wir ein paar davon, kriegen wir sogar Erfahrung gratis. Ist er mal. Dann machen wir davon noch ein paar. Ist ja quasi geschenkt. Verdammt, Psycho-Jet. Jet hat doch die Zeitlupe gebracht, ne? Ja, egal. Dünger haben wir zu Hause ohne Ende, Plastik haben wir auch ohne Ende. Wir können uns Jet machen. Jet wird mit Plastik und Dünger gemacht. Das ist ja gruselig. Auch wenn wir genug davon haben, ich mach's trotzdem. Bluterspritze mag ich nicht so.
Bienen können wir keine machen, verwendbares. Ja gut. Das soll es damit auch gewesen sein. Hier haben wir noch ein Bettchen zum Schlafen. Die 2 AP, das hat sich gelohnt. Ein OP-Tablett. Alter Hundi. Dringt er mich hier weg. Vortagen. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal schauen. Von hier bekomme ich sie nicht auf. Das wird der Rückweg sein. Okay, wir sollten schleichen. Definitiv. Was ist das für ein Geräusch? Geht doch. Cool. Ja, Hauptsache den ganzen Müll mitnehmen. Oh, zum Glück nur Einsteiger. Sensor meldet, Ihr Angriff aus dem Hinterhalt ist gescheitert. Oh, oh. Und jetzt müssen Sie sterben. Sühns. Das heißt sehr viel Munition. Ach du Scheiße, guckt euch mal die Map an. Okay, dann muss ich überlegen, ob das hier vielleicht reicht. Wenn das reicht, können wir damit natürlich die Amok laufen. Ich werde, wenn möglich, den verursachten. Der ist legendär. Der ist legendär. Nein. Kontakt festgestellt? Möglicherweise. Ah! Okay, nein, das wird nichts. Ja, leck mich doch. So, wie wär's, wenn wir noch ein paar Granaten zu uns nehmen? Wie zum Beispiel, wo haben wir die denn? Da müssen wir die haben. Plasmagranaten. Die dürften sehr gut sein gegen die. Take these! Oh Gott! Initiiere direktive Sigma Omikron. Kellogg beschützen. Kellogg beschützen? Du wolltest Kellogg beschützen. Hat das irgendwas gebracht oder laufen die weg? Sie bekommen keinen Schaden. Und so treffe ich die erst recht nicht, komm. So wird das nichts. So wird das gar nichts. Und? Man muss sagen, die Viecher sind ganz schön gefährlich. Die haben richtig starke Sensoren, dass die mich sofort finden. Ich verstecke mich erstmal hier ein bisschen. Von der anderen Seite festgekettet. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Kontakt festgestellt? Möglicherweise. Müssen wir schauen, dass wir die vielleicht mal. Oh. Einfach stehen bleiben. Es wird nicht lange dauern, bevor ich sie entdecke. Ah, das ist der legendäre, ne? Psst. Ich schleiche mich an. Okay, ganz vorsichtig. Ich bin bereit, wenn Sie wiederkommen. Ich bin bereit, dir eine Kugel in den Kopf zu jagen. Wobei, das ist wahrscheinlich nicht deine Schwachstelle. Ich muss den rausholen. Den raushole. Dann wird er sofort zu Brei gemacht. Hallo? Dogmeat, bitte. Mach's nicht nochmal. Ist da jemand anwesend? So, ach, das sieht gut aus in Weiß. Das ist hervorragend. Okay, gedanken wir uns hier mal schnell durch. Haben wir zumindest jemanden, der auf meiner Seite kämpft. So, falscher Eintrag entfernt. Ich meine, das ist leicht. Ich bitte dich. Wir brauchen nur noch 2, 3 fehlende rausnehmen und dann haben wir es. Ist eine, wir finden keinen einzigen.
Das kann man natürlich haben. Das ist wie, ja, als wenn Satan dich mag. Oh, Versuche zurückgesetzt. Klasse. Ich teste es einfach. Ich scheiß drauf. Ich habe jetzt keinen Bock nachzudenken. Ich lange können sie nicht unentdeckt bleiben. Kannst du aber gerne versuchen. Überaktive Sensoren, mehr nicht. Genau, es ist diese leuchtende Tür gewesen. Nichts anderes. Okay, das war schon mal scheiße. Da. Komm schon bitte noch ein paar. Mach's mir doch ein bisschen einfach, da ich sehe einen. Ich sehe einen, Freunde. Und da sehe ich noch einen. Und noch einen. Und plötzlich finden wir Tausende. Das ist unglaublich. Satan hat seine Macht wieder verloren. Das ist gut. Okay, ist sonst nichts mehr. Aber wir haben nur noch zwei. Pff, easy. Für eins, zwei, da kann doch nichts schieflaufen. Ich meine, wir haben vier. Bin drin. So, Einheit aktivieren. Aktivierung Protektron zu Diensten. Mach sie alle fertig. Ich schütze und diene. Wo ist das Mistvieh hin? Ein legendärer Protektron. Das ist nice. Feindliche Lebensform an. Das ist nice, hatte ich auch so noch nie. Terminiert werden. Oh, es kommt von hier, ne? Noch ein legendärer. Okay. Zwei legendäre auf einen Haufen. Reduziert ihn durch Roboter verursachten Schaden. Gilt es auch für Sins? Ich weiß es nicht. Sind-Rüstung Harnisch. Institutgewehr. Mikrokohlenstoff. Alles. Hat ihre Terminierung befohlen. Okay, der legendäre Protektoren ist übrigens gefallen. Macht rein gar nichts. Außer, dass die Leute jetzt hinter mir her sind. Nur insofern sie mich nicht finden. Alles okay. Außer, dass ich hier natürlich einen Bot höre. Tarnfähigkeit. Faszinierend. Du mich auch, Alter. Ah, Klammerbox. So. Ja, cool, dann können wir gleich einen Protektron looten. hab ich auch nicht gewusst, dass das geht. Ich hatte meinen eigenen Legendären auf meiner Seite. Das ist voll cool. Ja, du sagst es, Kollege. Voll cool. Ich könnte natürlich versuchen. Dann stehe ich mal kurz auf. Das Lasergewehr. Kannst du gerne schon mal positionieren? Wie heißt das Ding? Kniekracher? Okay, dann haben wir schon mal einen Namen für ihn. Es war eine schlaue Entscheidung zu fliehen. Oh, irgendwie so eine Art Radar von denen, ey. Um zu wissen, wo genau die Gegner sind. Oh, ich dachte, es wäre Öl. Zum Glück habe ich einen Schalldämpfer. Eine Sprengstoffkiste. Vielleicht kann ich hier auch ein paar Minen verteilen. Und die dann zu mir locken. Die Möglichkeiten sind unendlich. Das wäre es. Impulsmine, das ist schon mal ein guter Anfang. Auf, 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 auf. Blöden Schweine.
Ich sehe einen Ventilator. Ja! Und eine Haarbürste. So, wo sind die anderen? Das nehme ich gerne auch mit. Hier war alles voll mit denen, jetzt. Wo sind sie alle hin? Ich meine, es sind vielleicht zwei umgekippt, vielleicht drei. Ein bisschen Glück. Fuck! Und habe ich zuletzt gespeichert? Ah, ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich nochmal entkommen. Ich habe mich getäuscht. Keinen Feind entdeckt. Scheiße, Legendäre hat mir. Warum? Warum der Legendäre? Dies ist eine rechtmäßige Anwendung. Bitte was? Wieso bist du böse auf mich? Warum verstecken Sie sich? Ich dachte, er ist tot. Nee, er ist nur mutiert. Und dann ist er ausgerastet und will jetzt mich selbst auch angreifen. Tschüss, Bein. Komm schon. Sag deinen Bein tschüss. Wie, ich bin tot. Okay, der Protektron ist noch am Leben. Nur ich habe mir jetzt noch einen weiteren Feind geschaffen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Bin ich jetzt? Ich habe gerade den legendären platt gemacht, ne? Wo sind Sie denn hin? Ah, das kriegen wir schnell hin. Dass der noch lebt? Das ist, wieso ist er böse auf mich? Nur weil er ausgerastet ist oder was? Er wurde von den Gegnern getötet und ist auf deren Seite gewechselt. So sehe ich das. Es war eine schlaue Entscheidung zu fliehen. Nee, jetzt ist er wieder nett. Ne? Okay, reduziert den durch Tiere verursachten Schaden um 15%. Gut. Wir müssen ihn nicht töten. Alles ist gut. Er hat nur Scheiße bei sich. Ist ja cool, dass wir den Legendären einfach den Stuff klauen können. Ist ja eine fiese Nummer. So. Warum warst du jetzt pissig auf mich? Nur weil deine Granate hochgegangen ist und du ein bisschen Schaden dadurch bekommen hast, oder was? So, wo sind jetzt die Instituttypen? Sollen die mal herkommen gegen meinen Protektron, haben sie keine Chance. Sensor meldet feindliche Präsenz. Feindliche Präsenz. Immer schön am Kopf. Oh, Anführer. Wir haben die Anführer gefunden. Oh, mein Freund. Und greif mich nicht jetzt an. Nicht mich an. Genau, da musst du hingehen. Mach sie alle fertig. Nein, nicht da. Sichere Anlage. Infiltriert. Terminierung erforderlich. Hallo. Guck mal. Wer oder was auch immer sie sind, ich weiß, dass sie da draußen sind. Ich schütze und diene. Da. Schütze mich. Schütze mich. Bist du mit blöd draußen? Die stehen da draußen. Initiiere direktive Sie wollten mich umbringen. Arschcomputer. Oh. Es funktioniert. Ah! Ich schütze und diene. Ja, töten. Anführer gegen Kollege. Ich glaube, er passt da nicht durch, ne? Anweisung von Kellogg erhalten. Eindringling vernichten. Wieso kommst du da nicht raus? Komm, ich lauf sogar hier ein bisschen rum für dich und heile mich. Instant-Püree, Kartoffelchips, Leguan-Bissen. Achso, ich bin schon wieder voll. Okay.
Ich schütze und diene. Dann töte ihn! Er schießt dich sogar ab! Siehst du das nicht? Ich schütze und diene. Du bist... Aktiv. Posten Kellogg. Das war nicht mehr legendär. Jedenfalls ist das Zeichen nicht mehr. Ist der Typ unfair. Okay, ziehen wir uns zwei Stimpacks rein. Fort Hagen steht unter Gewalt des Instituts. Terminiere Eindringling. Ja, der Beinrammler bringt auch eigentlich herzlich wenig, ne? Beinrammler! Extremität beschädigt. Ja, schießt du nur. Nein! Ah. Habe ich abgespeichert? Wieso habe ich nicht abgespeichert? Ah, ich habe abgespeichert. Alles gut. Ich schütze und diene. So, wie sieht es eigentlich aus mit dem Kniekracher? So, müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Aufsätze drauf schlagen. Damit wir ein bisschen mehr Schaden machen. Und wir speichern ab. Kannst du mal bitte da hingehen und den Typen töten? Okay, immer schön auf die Pfoten, immer schön auf die Pfoten. Bam, bam. Kritischen. Servo für untere Extremität beschädigt. Schütze und diene. Ja, schieß ihn ab, er wehrt sich sowieso nicht, er ist Idiot. Ach, er wehrt sich gegen mich, stimmt, da war was. Ihm sind alle anderen scheißegal. Aktivposten, Kellogg, in Gefahr. Verteidige. Ich dachte, ich habe deine unteren Extremitäten zerstört. Oder schleichst du jetzt da durch die Gegend? Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Alter, hör auf, so viel Schaden zu machen. Das ist nicht in Ordnung. Das ist für dich gar nicht in Ordnung. Fort Hagen steht unter Gewalt des Instituts. Terminiere Eindringling. Alter, der riecht das, wenn ich um die Ecke komme. Oh, dieser andere Anführer hat's drauf, aber... Ich wäre nicht Zero, wenn ich nicht Zero heißen würde. Fähigkeit, faszinierend. Wir nehmen ein paar Kryogranate. Wir nehmen eine Kryogranate, die wird ein bisschen einfrieren. Er ist da hinten. Steht unter Gewalt des Instituts. Terminiere Eindringling. So, er liegt schon mal auf dem Boden. Es ist schon mal positiv. Hilfsmittel. Da haben wir noch Steak, ne? Ist mein Ziel verschwunden. Natürlich. Ist er tot? Bist du tot? Oh, hi. Kommen Sie aus Ihrem Versteck. Gucken wir mal. Damit hätte ich wahrscheinlich die, das Ding da eben ausschalten können. Aber ich habe es gerne kaputt geschossen, weil es mehr Erfahrung gibt. Aber wenigstens ist der Anführer tot.
war ja härter als ein legendärer. Ich will gar nicht wissen, was später noch auf uns zukommt. Wir müssen definitiv irgendwie noch ein bisschen robuster werden. Ich bin froh, dass wir tatsächlich da ein paar Punkte in diese einsame Wanderer gelegt haben, damit wir ein bisschen mehr aushalten. Sonst wären wir jetzt bestimmt schon 50.000 Mal verreckt. Naja, immerhin zwei Einträge entfernt. Nimm zweimal dasselbe. Genau. Ach, komm, dann nehme ich doch. Laufen wir weiter rum. Ich bin mit den modernsten Sensoren des Instituts ausgestattet. Ich werde sie finden. Das ist schön für dich. Wieso waren da Ketten dran? Hallo? Hallo? Warum liegen hier überall Leichen? Wieso räumt ihr die Leichen nicht weg? Bin ich im Kreis gelaufen? Seltsam. Offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Ich bin im Kreis gelaufen? Das ist da jemand anwesend? Verwirrend. Komisch, dass ich noch kein legendäres Geschütz gefunden habe. Das wäre natürlich leichte Beute. Ich weiß, dass sie noch da sind. Oh Gott. Das sind wieder normale Sins, die gefallen mir. Die sind nicht so eklig. Und geben mir Munition. So, wo ist der letzte von denen? Achso. Du höchstwahrscheinlich, ne? Okay. Boah, was für ein Theater hier drinne. Bin sehr... Was war das? Achso, mein Hund. Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben. Ja, die Flagge nehme ich gerne mit. Und wo genau soll ich jetzt hin? Nach unten, ja? Eine Kochstelle, ja. Aber das ganze Fleisch, was wir bekommen haben, einmal schön braten. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Stechflügenfilet, Todeskrallensteak und Jaugau-Rippen. Kackbratzenrippen. In meiner Sprache. Ich soll doch unten, ich weiß, aber wir gehen mal kurz hier oben. Und damit würde ich sagen, war es das für heute mit Fallout 4. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann gibt's aufs Maul für Kellogg. Haut rein, euer Zero. Tschüss.